Werner Kogler von den Grünen ist nun am Wort. Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin. Naja, es ist ja naheliegend, dass sich einige hier, auch wenn eine Europa-Aktuelle Stunde ist, mit den aktuellen Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen in den USA auseinandersetzen. Ja, mein Gott, man kommt nicht umhin festzustellen, dass das für die Mehrheit der europäischen Geschmäcker mit Sicherheit mindestens ein seltsamer Typ ist, der da gewonnen hat. Vermutlich für viele widerlich, mindestens aber frauenfeindlich. Was das zu bedeuten hat, ist eine nächste Frage. Das werden wir nicht alles da in die Europa-Aktuelle Stunde hereinrühren können. Und deshalb möchte ich zum Thema zurückkommen, das ja von den NEOS so aufbereitet war, dass eigentlich eine richtige Frage gestellt wird über die zukünftige Verfasstheit Europas mit Schwierigkeiten beobachtend aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit. Ich kann mit dem sehr viel anfangen, wenn wir darüber reden, was eine Republik Europa sein soll, wenn es um die demokratische Fundierung geht. Da geht es nicht um die Einzelnen, wie die FPÖ sich ausdrückt, hier die Völker, und das sind dann nur 2%. Es gibt auch eine europäische Bevölkerung, und dazu bekennt man sich oder nicht, und gibt es da Bewusstsein dafür oder nicht. Und es wird dann dort wichtig werden, wo im globalen Kontext es vernünftig ist, und jetzt wird dann zu differenzieren sein, wo ist es, im globalen Kontext vernünftig ist, Entscheidungen auf einer höheren Ebene zu haben. Das ist die einzige Frage. Aber das, was dort dann passiert, muss demokratisch legitimiert sein, tiefer, breiter, stärker als jetzt. Und ob da CETA das beste Beispiel ist, ich meine, heute haben wir ja einen recht friedlichen Diskurs, das wage ich zu bezweifeln. Ich werde es dann herleiten. Ja? Aber jedenfalls ist nur in diese Richtung, glaube ich, zu denken. Das kann nicht sein, dass das schon leuchtet. Nur in diese Richtung zu denken und nicht da völkisch und Europa der Vaterländer und was weiß ich, wissen Sie, wo das hingeführt hat? Das Europa der Vaterländer, schauen Sie sich unsere Großvätergeneration an, die liegen zu millionenfach, liegen die unter der Erde, und zwar als Kriegsopfer und Soldaten und was weiß ich was alles und wer noch. Ja? Da muss man mal das Koordinatensystem richtig einrichten. Ja? So, und jetzt geht es darum, wo brauchen wir mehr und wo weniger Kompetenzen, eben demokratisch legitimiert. Ich sage Ihnen, wo wir viel mehr brauchen. Bei der Steuerbetrugsbekämpfung, bei der Spekulationsbekämpfung, bei Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion, weil sich die Nationalstaaten allein gar nicht helfen können. Na, da schaut es euch an. Ja, da schaut es euch an, wo wir werden. Da brauchen wir sogar mehr. Weniger brauchen wir aber, und da ist die Krux von CETA, TTIP und TISA und wie die Abkommen alle heißen, weil das keine Handelsabkommen sind, wie der Lissabon-Vertrag das Mandat ja hergegeben hat, dürfen wir nur aufregen. Es sind aber Regulierungsabkommen und Standardsetzungsabkommen, und zwar in der Tendenz, und das darf man wollen oder nicht, da muss man es aber auch so benennen, Deregulierungsabkommen in der Tendenz. Nicht, dass die Welt untergeht morgen, aber das muss man sehen, und das darf man wollen oder nicht. Und deshalb ist dort diese Frage zu stellen und auch entsprechend zu beantworten. Wir wollen das so nicht. Es ist nämlich genau nicht Sache der Europäischen Kommission, mit einem dummen Mandat der nationalen Regierungen hier am Parlament vorbei, auch in Österreich, ja, auch in Österreich, wenn Sie immer sagen, 6, 7 Jahre wird verhandelt, ja, ja eh, aber da vorbei, und am Schluss fresst es, genau das ist die Situation. Und wenn das Europäische Parlament schon so wenig Mitsprache auch in dieser Sache hatte, dann sind die nationalen Parlamente immerhin auch noch eine Rückversicherung. Ja? Die sind hier alle da gewählt, wir. Ja? So ist das zu sehen. Und der Lissabon-Vertrag hat meines Wissens überhaupt kein Mandat hergegeben, dass man sagt, die Kommission verhandelt jetzt das, was bis in die kleinste Gemeinde, bis zum kleinsten Gemeinderat hinunter Einfluss hat in Sachen der Dienstleistung der Kommunalen, in Sachen der öffentlichen Beschaffung. Ja? Das sind doch die relevanten Fragen. Ich frage mich schon, ob wir dort überall europaweit agieren müssen mit Kanada oder USA, von der Algarve bis ins Baltikum, wie die alle ihre kommunalen Dienstleistungen regeln. Brauchen wir das? Ich meine, nein, wir brauchen das ganz woanders, wo es gegen die großen Konzerne geht. Das haben wir ja dauernd hier gehabt. Und die Frage ist auch nicht einmal gegen die Konzerne, das sind halt Wirtschaftseinheiten, die ihre Interessen durchsetzen. Es geht darum, wer setzt die Regeln? Nicht die großen Wirtschaftseinheiten sollten es tun, sondern die Staaten, dann legitimiert, und Europa und die Union, man müsste sie ja erfinden, wenn es das nicht gäbe, aber sie muss massiv verbessert werden, soll als Staatengebilde, von mir aus als Republik, in dieser demokratisch legitimierten Form, mit allen Dingen, die die französische Revolution erkämpft hat, soll dann die Regeln geben,
und nicht die Lobbyisten. Und da in diesem CETA-Vertrag, in den TTIP-Vertrag, haben sie lauter Einfallstore für Lobbyisten geschaffen. Ja? Noch einmal auch den Kollegen Karas. Es ist das eh ein gemütliches Abkommen gegenüber TTIP. Aber es sind Einlassungen drinnen, die völlig in die falsche Richtung blinken. Und jetzt stellen wir die Geschichte wieder gerade und nehmen die europäische Debatte, wo es zukünftig wichtig ist, wirklich europäisch zu agieren, dorthin, wo es sinnvoll ist. Und da noch bei CETA und TTIP, das muss ich jetzt wirklich mal allen sagen, auch eine Reihe von österreichischen Journalisten, die hier in letzter Zeit völlig in die schiefe Richtung kommentiert haben. Es geht nicht gegen Handel, es geht darum, wer überhaupt noch wo der Souverän ist.